Hey, yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Channel News Folge auf unserem Kanälchen. Es ist Aufnahme Nummer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich komme nicht hinterher. Ich krieg's irgendwie gerade nicht geschissen, diese Kack-Channel News aufzunehmen. Es ist der Wurm drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keinen Plan, aber whatever. Es muss ja irgendwie sein. Es ist gleich fucking 4 Uhr morgens. Ich sitze hier schon wahrscheinlich seit über einer Stunde dran und rede jedes Mal aufs Neue. Und vorne. Geil, läuft bei mir, Traumleben, Kappa. Ja, egal, wir fangen einfach mal direkt an. Und zwar, warum kamen diese Woche nur 2 Everwasted-Folgen und kein Pokémon und allgemein danach irgendwie nichts mehr? Das hat einen Grund, sorry, musste gerade aufstoßen. Das hat einen Grund, und zwar sind die beiden Everwasted-Folgen schon vor anderthalb Wochen oder so voraufgenommen. Einfach, weil ich wusste, dass jetzt so gesehen letzte Woche extrem heißes Wetter war und dann wollte ich da voraufnehmen. Aber mein Körper sagte sich so, Bruder, falsch, Bruder, das wird nichts, weil, geil, genau wo ich das geplant habe, am nächsten Tag wollte ich dann richtig durchziehen zum Voraufnehmen und ich wach auf und bin todeskrank gewesen, wirklich Fieber, Gelenkschmerzen, man kennt ihn, 24 Stunden am Tag am Pennen, dies, das, plus diese Hitze, uff, Bruder, muss kritisch los, Alter, das ist mal auf einem anderen Level Hardcore. War Dark Souls im echten Leben. Aber ja, deswegen kamen halt wie gesagt keine Folgen und es kam auch kein Update-Video, weil ich halt einfach so tot war. Ich habe dennoch auf Twitter und ich glaube auch auf Discord gepostet, dass eine Woche lang keine Videos kommen, beziehungsweise halt die Woche, die jetzt war. Für die Leute, die auf dem Schlauch standen und jetzt nicht mehr auf dem Schlauch stehen, weil ich es jetzt gerade angesprochen habe, aber auch in Zukunft nicht mehr auf dem Schlauch stehen möchten, oder ich bin übergangstechnisch auf einem anderen Level, den kann ich aber, wie gesagt, nur empfehlen. Folgt mir auf Twitter. Kann ich mehr... Ich weiß nicht, wie oft ich das noch pluggen soll. Für die Leute, die immer auf dem neuesten Stand sein möchten. Da poste ich immer alles direkt am ersten Tag. Ist ja nur ein Tweet, hau ich raus. Blum, fertig. Möchtet ihr keinen Twitter-Account erstellen, weil ihr keinen habt? Ne? Dann joint doch unseren Discord-Server. Ich bin mir sicher, Discord hat heutzutage jeder. Joint unseren Discord-Server, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr und seid immer auf dem neuesten Stand und wisst, ey... Okay, der ist gerade so und so oder der ist komplett weg, der ist in Arabien oder was weiß ich oder ist, keine Ahnung, in Narnia Fische angeln oder was weiß ich und deswegen kommen keine Videos. Twitter folgen oder Discord joinen, ne? Wie gesagt, kann ich nicht oft genug pluggen. Gut, das dazu, dann würde ich sagen, bleiben wir nochmal auf YouTube, gehen aber in Richtung Streaming. Und zwar habe ich auf YouTube schon jetzt ein paar Streams gemacht und wurde da in dem Chat gefragt, ob ich jetzt auf YouTube komplett wieder umgestiegen bin. Nein, dem ist nicht so. Es gab danach auch wieder ein paar Twitch-Streams. Aber warum ich das anspreche, ist einfach, weil ich in der letzten Channel-News-Folge gegen Ende angesprochen habe, dass ich den Kanal-related Stuff, also Nintendo, Dragon Ball und Digimon, auf YouTube streamen werde. Und den anderen Scheiß wie Overwatch, League, Random Games, was weiß ich, auf Twitch, damit ich, sage ich mal, beide Zielgruppen oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, jeden erreichen kann, der Bock hat, vorbeizuschauen. Warum ich aber in der letzten Channel News Folge das gegen Ende angesprochen habe, so ein kleiner Fuchs-Move, ist einfach, weil ich gucken wollte, wie viele Personen sich das bis zum Ende reinschauen wirklich. Kann ja sein, dass sich das die Maid bis zum Ende reingeschaut hat und es danach wieder vergessen hat. Ne? Da kann ich ja niemanden verurteilen. Aber was witzig war, war halt einfach genau die Leute, bei denen ich dachte, die sich jedes Video geben. Genau die haben mich dann im Livestream gefragt, hey, bist du wieder auf YouTube? Und dann, ja. Das Ergebnis war, war anders als geplant, sage ich es mal so. Aber man kann es halt niemandem recht machen. Ne, started from the bottom, man kennt ihn, den Standardspruch. Irgendwann, denke ich mal, werde ich die Masse erreichen. Ich hoffe es, Daumen drücken. Aber ich bin guter Dinge, sage ich es mal so. Dann kommen wir zum anderen Thema. Und zwar ist es... Everwasted neigt sich langsam dem Ende zu und zwar möchte ich das nächste Projekt ansprechen. Das nächste Projekt wird ein Rennprojekt sein, wird wahrscheinlich jetzt ein großes Fragezeichen bei den einen oder anderen im Kopf auslösen. Vertraut mir aber, es passt zu unserem Kanal, es wird übelst schwer, es wird wirklich hardcore schwer und ich bin mir sicher, sowas gab es
zuvor auch noch nie. Ihr werdet es sehen, was ich meine, was es zuvor auch noch nie gab. Vertraut mir, ich glaube, das gab es noch nie. Es wird Rages geben, es wird Fails geben, es wird mega lustige Momente geben und es wird einfach Hardcore. Ich glaube, unserem Channel können wir langsam in die Hardcore-Kategorie einteilen, ne? Also alles, was wir angehen, wird einfach in Hardcore-Challenge gespielt. Alles andere ist zu einfach. Kappa, ne? Ja, aber seid dafür auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mit Facecam aufnehmen, beziehungsweise die Facecam separat aufnehmen, um einfach zu gucken, wie meine Reactions sind. Ich kenne mich aber selbst, ich reacte nicht allzu krass. Deswegen habe ich meistens auch nicht die Facecam an. So wie meine Tonlage, die ist oftmals auch mega monoton. Dafür kann ich aber nichts. Das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und so overreacten, wie das halt alle YouTuber machen, man kennt sie ja, ne? Will ich halt auch nicht. Das ist halt, das ist nicht real, das bin nicht ich. Und ich war noch nie fake und whatever. Wenn es denen hilft, dann hilft es denen. Ja, so viel aber dazu. Mehr kann ich dazu leider nicht aktuell sagen. Es wird aber, denke ich, demnächst kommen, weil Everways ist so gut wie durchgenommen ist. Sage ich mal zum Glück relativ, ne? Das Game wird ein bisschen trocken, ne? Ich glaube, das seht ihr auch so. Aber ja. Kommen wir auch zum letzten Thema. Und zwar ist das letzte Thema das neue Thumbnail-Design. Ich werde jetzt hier drei verschiedene Thumbnails mal einblenden. So bap, bup, bam. Ich hoffe, es gefällt euch. Im Pokémon Stars habe ich ja bereits das neue Thumbnail-Design schon angewendet. Und im neuen Rennprojekt wird es dann natürlich auch angewendet sein. Warum ich jetzt zum Beispiel bei den drei Bildern das gleiche Thumbnail benutzt habe vom Sample her. Ich habe mir da so ein Sample bzw. ein Template selber zusammengebastelt und bei dem muss ich halt einfach nur die Farben verändern, je nachdem welches Projekt wir haben. Wie zum Beispiel bei Pokémon Stars, da ist ja das Logo schwarz-weiß, deswegen ist die linke Seite auch schwarz. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Wind Waker als Beispiel nur Let's Playen würden, dann würde es so Babyblau blau sein. Und bei Ultra Sun oder Pokémon Y oder so wäre es dann rot, orange, gelb. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es muss sich dann einfach nur farblich anpassen. Es sieht mega sick aus. Und rechts kommen dann die Screenshots wie gewohnt. Und ich glaube, das würde unser Thumbnail-Level nochmal auf ein nächstes Level erhöhen. Und ich will dieses, wie gesagt, Thumbnail-Design ja mastern, weil ich das an sich mega sick finde. Das war's aber auch für diese Woche mit den Channel-News. Kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Support ist kein Mord, Leute. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also macht das gut. Ich bin Rauser. Peace, Renew, Cheese, Renew. Tschüss.